Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Backstage, dem Nerdwell Podcast, wo ich, der Dirk und der gute Nils Hallo. mal quatschen, was wir diese Woche gemacht haben. Wir haben jetzt eine Woche leider krankheitsbedingt ausgesetzt, deswegen haben wir wahrscheinlich ganz, ganz viele Themen, aber nur eine Stunde Zeit. Da müssen wir jetzt mal gucken, sortieren, was denn am interessantesten war davon. Und Ich glaube, Cengiz ist im alles. Urlaub. Dann muss man Und Cengiz vielleicht auch ist in noch Urlaub. sagen. Ja, Cenk ist in Urlaub, der wird dann wahrscheinlich nächste Woche ganz viel erzählen. Da bin ich in Urlaub wahrscheinlich. Da werde ich auch ganz viel erzählen. Das wird die nächsten Wochen so ein Urlaubsding. Du warst ja auch in Urlaub gewesen, du warst ja in Frankreich gewesen. Gibt es da irgendwie Ja, was Interessantes also zu erzählen? ich muss sagen, ich liebe Biarritz. Das ist einfach eine mega geile Urlaubslocation. Also du musst dir halt vorstellen, ist so eine Kleinstadt, 40.000 Einwohner, relativ nah zur Grenze von Spanien. Und Okay, auf der Seite. das, genau. Und das Interessante ist halt, vom Flughafen Frankfurt, nicht Frankfurt, Köln, fliegt dort Ryanair einmal die Woche hin. Dauert so 2 Stunden nach Biarritz. Die haben so einen kleinen Flughafen, was ja schon irgendwie crazy ist, wenn du überlegst, dass so ein kleines Kaff da quasi mitten im Nirgendwo einen Flughafen hat. Da startet auch Wenn es nicht ein so viel. Urlaubsgebiet Also, ist. ja, aber die haben so, ja, sagen wir mal, 4, 5 Starts am Tag, ne? Und 4, 5 Landungen. Also da ist echt nicht viel los. Aber das ist einfach mega geil, ne? Diese Stadt, die ist halt am Meer und ist halt mega auf Tourismus auch ausgelegt. Das merkt man halt, aber super schön. Also hat mir mega gut gefallen und ich würde auf jeden Fall nochmal hinfahren. Wenn es auch arschteuer war, halt, weil Touristenort, ne? Ja, klar. Es ist ja meistens so, wenn du dann diese Touristenhochburgen hast, dann ist der Preis natürlich da ein bisschen höher als sonst. Aber der Vorteil ist wahrscheinlich, wenn du so in Touristengegend bist, dann sprechen die meisten da wahrscheinlich auch Englisch mit dir und versuchen nicht, dir irgendwie Französisch aufzudrücken, wo du sagst so, oui. Ich meine, das Witzige ist, es gibt immer so ein paar, ne, die so dieses Klischee bestätigen. Also die verstehen dich auf Englisch, labern dich aber trotzdem auf Französisch Auf voll. Französisch dann so, ja. Aber die wissen genau, was du willst, ne? Und die könnten auch antworten, aber die wollen nicht. Also da gibt es halt so ein paar. Aber die meisten sind total nett. Also ich muss auch sagen, da waren auch so ein paar, wo die gemerkt haben, dass ich Deutscher bin, haben sie halt versucht, ihr Schuldeutsch rauszuholen und so ein bisschen auf Deutsch zu reden. Okay, das hat natürlich auch was. Dann hast du dich Ja. dann in drei Sprachen irgendwie verständigt: Französisch, Englisch, Ja. Deutsch. Aber man kommt mit Englisch da super gut rum. Und also was man auch wieder sagen muss, ne, ist auch Klischee, aber Deutsche fahren gerne in Urlaub. Und wenn du in der Stadt da unterwegs bist, du hörst andauernd irgendwelche Leute Deutsch miteinander reden. Du kannst irgendwo auf der Welt sein. Es ist kackegal wo. Also ich war auch schon wirklich auf irgendwelchen kleinen Inseln irgendwo in der Walachei. Also auf Malta oder in Japan war ich ja auch irgendwie auf kleinen Inseln gewesen. Es ist egal, wo du bist. Die Deutschen sind schon da. Norwegen, irgendwo ganz im Norden, Drümse und sowas. Deutschen sind schon da. Ich Also. habe was man vielleicht auch noch mal erzählen kann. Wir sind dann ja nach Bilbao. Also unser ursprünglicher Plan hat ja vorgesehen, 3 Tage Biarritz, dann mit dem Bus nach Bilbao, 3 Tage Bilbao und dann wieder zurück und dann noch mal irgendwie eine Übernachtung in Biarritz und dann zurück mit dem Flugzeug. Interessant muss man sagen, sind die Stationen für die Autobusse in Spanien. Also wir sind dann halt mit dem Bus gefahren, hier von BlaBlaCar gibt es ja auch Busse. Und das Interessante ist halt wirklich, du hast in Spanien in den Zentren der Innenstädte immer so einen Autobusbahnhof, was halt so riesige unterirdische Garagen sind, wo 100 von diesen Bussen quasi parken können. Und was halt quasi wirklich wie so ein Bahnhof ist für diese Busse, was man hier ja so in der Form gar nicht kennt. Allerdings war unsere Ankunft in Bilbao so scheiße, dass wir uns direkt entschieden haben, wieder zurückzufahren. Also, Echt? ja. Das Ding war halt, du fährst so 1,5, 2 Stunden mit dem Bus, ne? Dann kommen wir so an und sind halt im Zentrum von Bilbao. Ja, und dann gucke ich so, wo ist denn unser Hotel? Und obwohl unser Hotel Bilbao im Namen hatte, war es in Baracaldo, was nicht Bilbao ist, sondern eine angrenzende Stadt in dieser Metropolregion.
Und das Hotel war dort auch nicht im Zentrum, sondern am Arsch der Heide an so einer Autobahn, halt irgendwo draußen. Und dann haben wir versucht zu raffen, wie man da hinkommt. Und da würde ich jetzt sagen, ist Bilbao einfach übelst touristenunfreundlich, weil du raffst da nichts. Da gibt es irgendwie drei verschiedene Busunternehmen. Ja. Keins von denen hat irgendwie eine funktionierende App, die man auf Englisch benutzen kann. Du schnallst gar nichts, du kannst nirgendwo ein Ticket kaufen. Wenn du zum Ticketautomaten von der U-Bahn gehst und du gibst da Barakaldo ein, gibst den halt nicht, der dir auf deiner Google Map-Geschichte angezeigt wird. Dann haben wir versucht, Leute dort zu fragen, die waren übelst unfreundlich oder konnten kein Englisch. Und dann hatten wir mal so eine. Ist jetzt auch wieder Klischee, ne? Die sah halt aus wie eine Asiatin und meine Freundin hat die dann angesprochen. Die konnte aber nur Spanisch. Hat dann so eine andere gefragt. Die hat uns so auf Englisch verklickert, dass wir wieder dahin zurückgehen sollen, wo wir gerade hergekommen sind. Wo wir ja schon da nicht gerafft haben, wie wir da wegkommen. Sind dann wieder dahin, saßen dann quasi draußen vor dieser Autobusstation und haben gesagt: Boah, ganz ehrlich, nee, wir wollen wieder zurück ans Meer. Kein Bock mehr auf den Scheiß. Davon mal ab, Jetzt seid ihr dass wieder nach die. Frankreich. Ja, also wir haben dann das Hotel storniert, haben uns ein neues Hotel in Biarritz gebucht, haben wieder ein Busticket gekauft und sind mit dem gleichen Bus wieder zurückgefahren, mit dem wir hingekommen Mein Tagesausflug nach Spanien und dann wieder zurück. Ja, wir haben halt so ein bisschen die Bilbao Innenstadt gesehen und bei Burger King was gefuttert und dann sind wir wieder zurückgefahren. Ich muss aber auch sagen, ich finde die Spanier. Oder vielleicht ist das jetzt ein Bilbao-Ding, aber mir ist das auch oft, während wir da so lang gefahren sind, aufgefallen. Die bauen halt sehr zweckmäßig. Also ich finde, die Städte sind relativ hässlich, weil die einfach halt so Hochhäuser dahinstellen. Ne? Also die haben jetzt vielleicht nicht so viel Probleme mit bezahlbarem Wohnraum wie wir, das weiß ich nicht. Aber das Bild der Stadt ist halt nur so mittelschön, muss ich ehrlich sagen. Also das hat mir irgendwie nicht so gefallen. Ja gut, war ich noch nicht. Ich war einmal in Spanien und da muss ich auch schon feststellen, okay, Züge oder sowas ist in Spanien eher nicht so das Ding. Also den ihr Haupt Fremdenverkehr, was heißt Fremdenverkehr, als Fernverkehr ist halt über Busse. Da sind wir auch hier von Malaga dann runter in den Süden nach Tarifa. Tarifa ist so die eine der südlichsten Städte halt so jetzt von Europa. Und da war es eigentlich cool gewesen. Aber gut, ich war halt auch eher so ein kleines Küstenörtchen, der auch eher dann auf touristisch ausgelegt ist. Aber das gefiel mir eigentlich. Aber jetzt deine Beschreibung von Bilbao klingt so nach, ach nee, da hast du schon direkt keinen Bock mehr. Ja, also das größte Problem war ja das Hotel, ne? Also ich muss ja sagen, wo wir in Biarritz angekommen sind, war unsere erste Impression auch, oh, ist irgendwie ein bisschen langweilig hier. Und die Stadt hat uns dann später erst überzeugt. Also ich will jetzt nicht ausschließen, dass das mit Bilbao auch passiert wäre. Aber wir haben halt auch gesagt, wir wollen ja nicht, wenn wir in Bilbao was essen gehen, dann da noch irgendwie eine halbe Stunde nachts wieder da draus in eine Pampa gurken, ne? Und wir haben dann schon versucht, quasi das Ibis, also wir hatten Ibis gebucht. Da draußen auf der Autobahn das Ibis im Bilbao Zentrum zu buchen, aber die wollten 450 Euro und dann haben wir gesagt, nee, also das kommt nicht in eine Tüte. Ja, Naja, so Urlaub. Da hat man meine Story zu erzählen. Wir waren mal kurz in ich sag's Spanien. dir. Ja gut, dann weißt du ja schon mal, wo du da nicht mehr hinfährst. Aber ich würde jetzt nicht Spanien direkt dann verteufeln und sagen, ah nee, da fahre ich nie wieder hin, sondern ich glaube, da gibt es auch echt Ja, nee, nee. Das schönere würde ich jetzt Städte auch und nicht schönere sagen. Gegenden als jetzt. Als das jetzt. Und es gibt Ja, ja wie. einige, die fahren da irgendwie da hin und sagen, nee, Spanien ist voll scheiße oder das Land ist voll scheiße und fahren da nie wieder hin, obwohl sie jetzt natürlich dann vielleicht den schlechtesten Ort ausgewählt haben oder den schlechtesten Moment quasi ausgewählt haben, um da zu sein. Es war auch einfach eine unglückliche Verkettung quasi. Weißt du, wenn wir jetzt das Hotel mitten in der Stadt gehabt hätten, hätten wir uns das wahrscheinlich auch nicht so überlegt. Aber das war halt so. Ja, wenn du dich nicht auskennst, ne, und du buchst ein Hotel, wo steht, das scheiß Hotel heißt Ibis bla 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 Bilbao, dann denke ich mir so, ja, warum zum Teufel ist denn das dann nicht in Bilbao, sondern am Arsch der Heide? Damit die Touris das buchen, weil wenn die Ja. schreiben, ja, ich bin am Arsch der Heide, wird es ja keiner kaufen. Ja, also das war echt nix. Ich muss halt sagen, mittlerweile ich
bin echt ein großer Frankreich-Fan geworden. Also Oh. meine Urlaube in Frankreich, die waren beide geil und ich würde da auf jeden Fall auch nochmal hinfahren. Ha, ich freue mich noch ein bisschen vor Frankreich. Ich war einmal da gewesen, 2012 in Paris, aber das ist auch wieder so ein Klischee. Na, also Paris ist, glaube ich, so einer der überromantisiertesten Städte, die du haben kannst, wo du denkst, so, boah, Eiffelturm und alles ganz toll. Und dann kommst du da und denkst so, boah, was ist das für ein Loch hier? Es ist leider so. Also gerade hier der Bahnhof in Frankreich, der große, kannst du vergessen, ey, der ist nicht geil. Aber ich muss auch sagen, da haben wir echt auch mit den Franzosen, da muss man natürlich uns auch ein bisschen durchfragen, echt viel Glück gehabt. Aber ich glaube, da kommt es nochmal drauf an. Die einen sind generell Ausländer unfreundlich oder haben keinen Bock mit dir zu quatschen und andere sind da ein bisschen aufgeschlossener. Meine Erfahrung hat halt echt gebracht, wenn du versucht hast, die irgendwann mal auf Französisch erstmal anzulabern, sind die dann eher bereit, mit dir Englisch zu reden, als wenn du die direkt Englisch anlaberst. Also ich muss tatsächlich sagen, ich finde, das Klischee hat sich für mich nicht bestätigt. Ich würde sogar sagen, die Franzosen sind netter als die Deutschen. So von denen, die ich jetzt begegnet bin. Und ich glaube auch, also wenn man meinem französischen Kumpel glauben darf, dann haben die auch gar nicht so ein schlechtes Bild von uns, wie wir von denen. Ja. Ja gut, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass die Deutschen super nett sind und hilfsbereit sind. Das würde ich jetzt auch nicht sagen. Ja, also ich versuche da natürlich dann herauszustechen, möchte dann das gute Beispiel sein, wenn auf der Straße mich irgendeiner fragt, ey, wie komme ich da hin, dann helfe ich da natürlich so gut, wie ich kann, aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen eine kleine Ausnahme, weil merkst du ja schon selbst, wenn irgendwie im Supermarkt an der Kasse steht und ich frage dich einer, hey, ich habe nur eine Sache, kann ich mich, darf ich vor? Ne. Ist nicht, ich bin hier. Schlange anstehen ist ja in Deutschland sowieso. Oder wehe, es drängelt sich einer vor, da ist Polen offen, sage ich dir. Ja, ich finde Das mögen wir ja gar nicht. die deutsche Mentalität, und das kenne ich ja leider auch von mir selber, und ich merke das immer so im Alltag, die ist so grundgenervt, ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt auch eine Entwicklung der modernen Zeit ist, aber ich habe das Gefühl, in Deutschland, da ist jeder schon so innerlich so auf 150, und wenn dann eine Sache Ja. passiert, die irgendwie nicht so läuft, dann sind alle gleich direkt auf 180. Ja. Beim Bäcker kam einer vor mir dran. Der ist Ja, oder da weißt war du, mal. Ja. Beispiel auch aus dem Supermarkt, was ich neulich wieder hatte. Ich stehe im Supermarkt in der Schlange und dann ist halt so eine Omi gerade am Bezahlen und die braucht halt eine halbe Stunde, um ihr Portemonnaie rauszuholen und das Kleingeld abzuziehen. Und du siehst schon, wie alle komplett innerlich am Ausrasten sind, auch die Kassiererin. Das dauert jetzt 2 Minuten länger, das geht gar nicht. Ich habe eine wunderschöne Rezension von einem Restaurant gesehen auf Google Maps, auch sehr großartig. Da hat die Person sich tierisch aufgeregt, hat nur einen Punkt gegeben oder einen Stern gegeben, weil der Nachbartisch hat früher sein Essen bekommen, obwohl er später bestellt hat. Das ging gar nicht. Wie kann das denn sein, dass der jetzt früher sein Essen bekommt, aber er hat später eigentlich bestellt? Dass die Person vielleicht was anderes bestellt hat als du und das vielleicht früher fertig sein kann, das ist, weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht so auf dem Plan. Das ist wieder so typisch so, oh ja, man guckt immer so links und rechts, was machen die anderen? Kriegen die, werden die eher bevorteilt gegenüber mich? Ja, die sollen Ja, ja nichts. das Das kennst du. war. Sorry, aber das kennst du ja auch von der Arbeit. Also ich habe das oft so, dass dann irgendwelche Kollegen regen sich halt auf über andere Kollegen, weil einer arbeitet ja langsamer als man selber. Wo ich mir immer so denke, so, boah, Alter, das interessiert mich echt Scheißdreck. Also das ist mir sowas von scheißegal. Da kann einer der langsamste Mitarbeiter sein. Das ändert ja nichts an meiner Kapazität. Also weißt du, ich gucke ja immer, was kann ich machen? Und wenn ich noch 10% Kapazität habe, dann helfe ich ja auch nochmal irgendwem. Aber andere, die sagen, ja, kann das denn sein? Der braucht für den Brief doppelt so lange wie ich. Und ich muss hier alles machen. Das ist ja scheiße. Und also, ich weiß nicht, sowas, das regt mich einfach auf. Das ist dann wieder nicht meine Mentalität. Und man gönnt einfach anderen nichts. Weißt du, war nicht immer die Frage gewesen während Corona, ob die Krankenpfleger, Pflegerinnen irgendwie Urlaub bekommen oder sonst was und alle so, nee, das geht ja gar nicht. Die kriegen irgendwas und ich nicht. Das geht ja gar nicht. Also, dann gehen sie alle steil, ey, die gönnen einem gar nichts. Dann wäre Das es finde lieber ich. gewesen, keiner kriegt was, als dass irgendjemand was bekommt, aber ich nicht. Ja, aber weißt du, da denke ich mir dann auch immer so, also auch hier so bei Tarifverhandlungen, dann heißt es immer so,
Habt ihr das gehört? Die Eisenbahner, die wollen 15% mehr Lohn und ich krieg nix. Und dann denke ich mir so, ja, aber dann geh halt auch in eine Gewerkschaft und mach Arbeitskampf, dann kriegst du vielleicht auch 15%. Aber nur weil du dich nicht gewerkschaftlich organisierst oder nur weil du halt scheiße bezahlt wirst in deiner Branche, heißt das ja nicht, ja, okay, gut, dann können wir jetzt auch nicht mehr verdienen, weil dieser Blödmann, der verdient 15% weniger. Ja, das geht gar nicht. Jemand kriegt mehr als ich. Ah, scheiße, wir sind schon Arschlöcher teilweise, oder? Ja, ist auch so. Aber ey, ich muss auch sagen, ich merke das dann auch so im Alltag. Weißt du, im Urlaub bin ich dann eher so ein entspannter Typ. Und auch so, gerade wenn du so im Ausland bist und es ist so ein positiver Vibe um dich rum, da hast du selber auch eine ganz andere Mentalität, als wenn du hier so in Deutschland dann stehst und bist so von so deutschen Stinkstiefeln umgeben. Ah, sehr gut. Ich glaube, die Urlauber, ja, die freuen sich alle, wenn sie dann herkommen. Dann lernen sie erstmal die gute, pünktliche Deutsche Bahn kennen, wo die gesagt haben, hab ich das letzte Bericht irgendwie gelesen, hat irgendeiner von der Bahn gesagt, ja, hier diese japanische Pünktlichkeit, die werden wir niemals erreichen können, das geht Ja. gar nicht. Wir sind froh, wenn wir 70% Pünktlichkeit haben, dann ist das für uns schon gut. Ja, So, alles und klar. das heißt ja aber pünktlich bei der Deutschen Bahn heißt ja weniger Verspätung als 10 Minuten. Also Ja, pünktlich ja. heißt ja 9 Minuten zu spät. Ja, genau. Pünktlich heißt 9 Minuten zu spät. Da durfte ich jetzt aber wieder feststellen, ich durfte am Freitag wieder mit der Deutschen Bahn fahren. Mein Zug konnte ich knicken, weil der ist ausgefallen. Kurzfristig Personenausfälle. Denke mir so, okay, dann lässt er einfach den kompletten Zug ausfallen. Konnte ich halt 2 Stunden später den Zug nehmen. Der hat aber auch überall Verspätung gehabt, wegen jetzt ist irgendwie ein Signal kaputt und deswegen hat sich dann komplett alles einmal durch die Bank einmal verspätet. Also man braucht da, glaube ich, also mittlerweile rechne ich nicht damit, wenn ich mit der Deutschen Bahn fahre, dass ich pünktlich ankomme oder halbwegs pünktlich ankomme. Da ist dann immer so ein Puffer drauf von einer Stunde. Und damit hast du schon, weiß ich nicht. Neulich hat bei uns einer auf der Arbeit erzählt, dass ein Bekannter von denen Flug in Frankfurt, und wir sind ja nicht weit weg von Frankfurt, wenn du mit dem ICE fährst, 5,5 Stunden Puffer hat er zwischen Zugfahrt und dem Flug gelegt und hat einen Flug verpasst. Ja. Na, Thank also you das with, ist thank Deutsche you for Bahn. traveling with Ja. Deutsche Bahn. Ja, es ist. Wenn ich fliege ja, also falls ich fliege, ein Problem ist, ich war jetzt natürlich krank gewesen und jetzt ist mein Urlaub ja auch schon nächste Woche Mittwoch, also übernächsten Mittwoch. Weiß ich noch nicht, ob ich da sage, oh ja, geil, dann fliege ich jetzt einfach mal 13,5 Stunden irgendwo auf die andere Seite der Welt nach Japan. Und verbringe da 3 Wochen oder ist mir das ein bisschen, ja, lieber ein bisschen auf Nummer sicher gehen und hier bleiben und den Urlaub verschieben auf November. Aber kannst du noch stornieren? Ja, also ich habe jetzt noch ein Backup bis nächste Woche Samstag, da kann ich noch alles quasi, also den Flug kann ich nicht stornieren, aber ich könnte ihn umbuchen. Ne? Dann kann ich sagen, okay, ja, dann fliege ich halt jetzt nicht im Juli, dann fliege ich vielleicht im November, dann habe ich noch mal ein bisschen Zeit dazwischen, um zu gucken, ob das alles funktioniert. Würde halt eine Umbuchungsgebühr von 180 € kosten, plus halt die Differenz zu den Flügen, falls es eine gibt. Okay, aber das geht ja noch. Das ist noch ein Rahmen. Das sind so Preise, wo wir sagen, okay, ja, komm, kannst du noch machen. Und die Hotels sind alle so gelegt, mittlerweile bin ich ja da schon so schlau, dass die alle stornierbar sind. Also da müsste ich mich dann bis Samstag entschieden haben, ob ich das jetzt durchziehe oder nicht. Was ich jetzt schon mal gemacht habe mit den Hotels ist, ich habe mir die Tour ein bisschen vereinfacht. Also falls ich fliegen sollte, dass es alles ein bisschen ruhiger ist, ein bisschen mehr Tage pro Stadt, dass ich dann nicht wieder alle 3 Tage woanders rumhänge, sondern ich habe da so 3 Hauptstädte rausgesucht, also Osaka, Kyoto, nee, Osaka, Tokio und Hakodate und dann werde ich da einfach mehr Zeit verbringen und dann einfach ein bisschen ruhiger vielleicht an die Sache drangehen und nicht so rumhüpfen wie sonst. Da muss ich mich aber noch entscheiden. Also zurzeit geht es mir eigentlich gut. Also jetzt bin ich gerade noch auf den Trip, ja, eigentlich. Gut, kannst du sowieso nicht vorhersehen. Also mein Problem ist ja, dass ich dann Herzrhythmusstörung bekomme. Jetzt habe ich ein neues Medi dazu bekommen, was eigentlich dann diesen Rhythmus behalten soll. Ist halt also die Frage, okay, wie verträgst du das Medikament und hilft es denn auch wirklich? Also die Frage, okay, willst du das jetzt, wie lange willst du das testen? Um zu sagen, ja, okay, das bringt vielleicht was. Kann ja auch sein, dass es dann November losgeht. Also kannst du nie sagen. Dementsprechend weiß ich noch nicht. Also ich habe auch die erste gefragt, die haben gesagt, so, ja gut, ist halt ein langer Flug, ist halt sehr, sehr far, far away, aber
Japan ist jetzt auch kein dritte Weltland, ne? Also falls ich da jetzt irgendwie was kriegen sollte, dann kann ich da auch ins Krankenhaus gehen und die kriegen das auch wieder hin, halbwegs. Wäre Das schon Schwierige wird nur sein, schlimm, wenn nicht. das Schwierige dabei wird wahrscheinlich nur sein, dir zu erklären, was du brauchst, was du haben willst, weil ich war ja schon mal im Krankenhaus in Japan. Hiroshima 2019. An meinem Geburtstag habe ich einmal einen Krankenhausaufenthalt gebucht, weil ich da auch wieder Herzrhythmusstörungen hatte, die ich selbst ausgelöst habe, ich Depp. Da war es an dem Tag sehr, sehr warm gewesen. Ich habe mir im Supermarkt ein sehr, sehr kaltes Getränk geholt und habe gedacht, okay, das musst du jetzt innerhalb von 3 Sekunden runterpumpen. Und das war keine gute Idee und hat mir dadurch halt die Rhythmusstörung also selbst quasi verursacht. Und dann durfte ich quasi dann einmal ins Krankenhaus und denen sagen hier. Also erstmal bin ich beim Arzt gewesen, der Arzt hat mich so verstanden. Also in Japan können die Ärzte wohl relativ gut Englisch. Das müssen die wohl haben während ihres Studiums. Die Krankenschwestern kannst du knicken. Da kann keiner irgendwas. Das war dann interessant gewesen, aber wir haben es hingekriegt. Aber ich brauche dieses Erlebnis nicht unbedingt nochmal. Deswegen bin ich noch ein bisschen, ja, ein bisschen. Muss ich mal gucken. Na, ich gucke mir jetzt nochmal die Tage an, wie es mir dann so geht, ob ich mich das traue und dann gucken wir mal. Was ein zweiter Punkt ist, wo ich mir denke, so, da hast du dich aber hardcore verkalkuliert. Ich weiß gar nicht, ob ich genug Kohle habe oder beziehungsweise genug Backup-Kohle habe. Ich habe ja eigentlich 2 Wochen geplant, habe dann gemerkt, ey, der Flug ist scheißen teuer. Und eine Woche später ist der Flug ein bisschen günstiger. Okay, dann machst du halt aus 2 Wochen 3 Wochen. Wenn du schon für 1.457 € da den Flug hast, Das ist dann schon nutzt es echt auch hart. aus. Das ist echt teuer geworden, ja. Dann nutzt es auch aus. Hab aber dann nicht bedacht, ja, okay, dann brauchst du für die eine Woche mehr, ja auch Hotel und ein bisschen Taschengeld. Ja, brauche ich halt nochmal ein bisschen mehr Kohle und da hadert es gerade so ein bisschen dran. Ja, bin ich jetzt gerade noch so dran, alles zusammenzukratzen. Und ich habe halt ganz gerne auch noch ein bisschen Backup, ne, dass du sagst, okay, wenn was vorfällt, dann kannst du vielleicht was machen. Wenn ich jetzt ins Krankenhaus muss, dann muss ich das natürlich auch vorstrecken. Ich habe eine Auslandskrankenversicherung, aber die bezahlt das halt erst später. Das heißt, du musst das erstmal dann vorstrecken und dann später mit der Krankenversicherung dann quasi abrechnen. Muss man halt gucken. Also das ist gerade noch ein größerer Knackpunkt, wo ich sage, so, okay, ich muss irgendwie noch cool zusammenscheppeln. Muss mal gucken, vielleicht muss ich ein, zwei Aktien verkaufen, dass ich da ein bisschen Backup-Geld habe. Muss aber tatsächlich auch sagen, ich habe ja auch eine Auslandskrankenversicherung gemacht, wo ich nach Vietnam geflogen bin. Das kommt mir wie die rentabelste Versicherung vor als Versicherter, weil ich meine, der Jahresbeitrag sind irgendwie 10 Euro bei meiner gewesen und ich denke mir so, ja gut, aber wenn ich einmal zum Arzt muss in 10 Jahren, dann ist das ja schon wieder raus. Ja. Also bei mir hat sich das schon gelohnt. Ich war vorher bei der AOK gewesen. Die hatte dann eine Auslandskrankenversicherung. Ich glaube, die hat 5 € im Jahr gekostet. Jetzt war ich dann, wie gesagt, 2019 in Hiroshima. Ich glaube, das hat so 800 € gekostet. Da habe ich mir nur so, gut. Alles klar, Dankeschön. War da ein bisschen schwierig, das wieder zurückzubekommen, weil ich bin natürlich mit dem Arztbrief und alles dann zu der AOK hingegangen. Die haben gesagt, ey, können wir nicht lesen. Musst du erstmal übersetzen. Dann habe ich mich hingesetzt mit Google Translator und habe den Brief übersetzt. Und dann haben sie das genommen. Ja, geil. Doch cool. Ja. War ein bisschen aufwendig, aber ging dann. Ja, wie gesagt, ich war jetzt auch noch mal wegen den Umstellungen auf Medikamenten und Herz und blablub eine ganze Woche jetzt auch im Krankenhaus gewesen und ich hatte die Möglichkeit gehabt, eine Serie zu Ende zu schauen. Nämlich The Silo auf Apple TV Plus, das ich ja gerade habe, dank den Abo von PS5. Und ich muss sagen, ey, ist eine geile Serie. Da muss ich jetzt Also, sagen, erzähl mir nichts. Ich will nämlich noch gucken. ich zähle nur so die grobe, was in den Ja, ersten okay. Folgen. Es ist halt Alles so gut. ein dystopisches, spielt in der Zukunft und du bist halt in so ein Silo, also so ein Bunker. Ne, also irgendwie so eine Bunkeranlage, die über mehrere Ebenen halt ist und jede Ebene hat so dann auch seine verschiedenen Berufe oder Abstufungen da drin. Ne? Also ganz oben sind dann hier Regierung, bla bla bla, Justiz und unten sind dann die Mechaniker und dazwischen ist irgendwie alles mögliche Arzt, bla bla bla. Hat ein bisschen, naja, es ist ganz grob, also Snowpiercer ist es nicht, weil du hast ja keine Sklaven und sowas, aber du merkst dann schon, okay, pro Ebene hast du dann doch seinen Bereich und teilweise verstehen sie sich, teilweise sind die weiter unter dann irgendwie nicht so angesehen wie jetzt oben, keine Ahnung.
Aber ist jetzt nicht so hardcore wie Snowpiercer, aber man merkt da schon Diskrepanz zwischen den Einzelnen. Und die Welt ist wohl verseucht, draußen ist nichts, kein Leben, kein gar nichts. Und die wissen schon gar nicht mehr, okay, wer hat diesen Silo überhaupt begründet? Die kennen den Gründer nicht, die wissen den Sinn und Verstand von den Dingen eigentlich nicht. Aber sie lassen halt diesen Silo halt am Laufen. Und da gibt es jetzt wohl. Es gab mal einen Aufstand von den Rebellen, die gesagt haben, ey, nee, draußen die Welt, die ist doch bestimmt wieder bewohnbar und jetzt machen wir den Silo auf, der dann halt einmal niedergeschlagen worden ist und seitdem sind halt auch alte Relikte irgendwie verboten, ne? Alte Sachen. Gut, jetzt muss ich gucken, dass ich nicht zu viel erzähle, aber es gibt jetzt wohl eine Person, die vielleicht auch so auf Hinweise kommt, dass es vielleicht nicht alles so ist, wie ihn im Silo erzählt wird. Hat, glaube ich, nur, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen er hat, glaube ich, 12 oder sowas. Aber war schon echt cool. Also Ist das teilweise denn? hast du auch so Twists drin, wo du denkst, okay, ich dachte, das ist der Hauptcharakter, aber nee, ist er ja gar nicht, sondern das ist jetzt die Person. Teilweise echt auch gute Übersprünge, wo du sagst, okay, das habe ich jetzt so nicht kommen sehen. Also wirklich auch Änderungen, die du nicht so, okay, komm, das habe ich schon seit der zweiten Folge, weiß ich doch, dass die Person jetzt da ist und das macht. Ja, also da gibt's so Zusammenhänge da drin, die man nicht direkt erkennt. Ist das denn durch jetzt oder kommt da noch was? Also hattest du das Gefühl, Nee. jetzt ist vorbei? Nee, leider nicht. Das ist ja das Ding. Basiert ja auf drei Büchern. Ich weiß gar nicht, wie jetzt Ah. der Autor heißt, aber das sind eigentlich drei Bücher und mit Staffel 1 ist quasi jetzt das erste Buch abgehandelt. Hat natürlich ein offenes Ende. Apple TV hat ja schon gesagt, okay, Staffel 2 wird kommen. Die Frage ist halt nur wann. Wahrscheinlich frühestens irgendwann Mitte, Ende 2024. Und da muss ich echt schon überlegen, so, Bücher ist gut. Vielleicht, vielleicht soll ich mir mal die Bücher angucken. Da wirst du wahrscheinlich sowieso noch mal ein bisschen mehr Material dazu bekommen oder mehr Hinweise oder mehr Informationen zu bekommen, weil Bücher einfach über mehrere Ebenen funktionieren. Ja, da hast du auch die Ah. Gedankenwelt noch dabei, die du jetzt da nicht so einbauen kannst, Gefühlswelt, die du vielleicht da nicht ganz gerafft hast. Find ich eigentlich cool. Ich muss auch sagen, also mal ein Beispiel, das krasseste, was ich hatte, war Tribute von Panem, weil die Bücher sind ja aus Katniss Everdeens Sicht erzählt und man liest die ganze Zeit ihre Gedanken und das ist halt im Film nicht so und ich finde, dadurch ist sie im Film total der blasse Charakter, der halt auch immer so kalt wirkt. Und das ist halt eine krasse Diskrepanz zum Buch, meiner Meinung nach. Also, ne, weil du halt diese Ebene nicht mit drin hast. Ja. Deswegen sind Bücher meistens dann auch noch mal ein bisschen. Habe ich auch das Buch von Your Name. Ne? Also Kimi no Na wa, habe ich den Film gesehen, der ist super, aber das Buch gibt noch mal ein paar Hinweise mehr oder erklärt dir noch mal so Sachen, wo du sagst, okay, das habe ich im Film jetzt gar nicht gerafft in der Höhle und sowas, was das bedeutet. Also teilweise sind die Bücher dann halt, oder Harry Potter, und gut, aber Harry Potter haben es auch in den Film sehr viele Sachen weggelassen, die dann einfach, dann, wenn du das Buch nicht kanntest, hast du den Anschluss nicht. Wo hat denn Harry jetzt die Scherbe her? Und was bedeutet die überhaupt? Also, wenn du das Buch nicht gelesen hast, da hast du dann denkst so, okay, ist halt jetzt so. Aber doch, kann ich sehr, sehr empfehlen. Ich weiß jetzt gar nicht, ich muss mal rausgucken, wie der Autor heißt. Dann hatte ich die durch. Die ist auch erst vor kurzem, da hatte ich echt das Glück gehabt, dass es dann schon die letzte Folge dann gab. Ich glaube, die kam am 22. oder 29., glaube am 29. sogar erst raus, die letzte Folge. Und dann konnte ich das zumindest einmal zu Ende gucken, ohne jetzt eine Woche warten zu müssen, bis es weitergeht. Das ist. Hugh Howey ist der Autor. Ja, genau, Hugh Howey. Ah, gibt's Ja, direkt so als Dreierpack ich hier. wollte gerade sagen, für 16 Euro alle drei in einem Buch ist vielleicht gar nicht Ja. so schlecht. Ja, klingt eigentlich cool. Aber das scheinen ja auch Ne. keine langen Bücher zu sein, wenn das 560 Seiten für alle drei ist. Das ist wirklich ein bisschen kurz. Dann haben sie das gut ausgebauscht. Aber die Serie ist aber gut aufgebaut. Also da hatte ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, okay, boah, da sind jetzt Stränge drin, die brauchst du nicht, die sind voll langweilig oder sonst Ach was, so, sondern das hat wobei, schon alles nee, Sinn und Verstand. das ist doch nur der Zumindest das erste erste. Buch. Ja, Ja, die okay, dann Benennung passt ist er eher. etwas komisch. Ja.
Und ich finde halt auch, wie sie den Silo halt dargestellt haben, ganz cool. Weißt du, die verbieten dann auch so ein bisschen diese Moderne, also die haben keinen Fahrstuhl oder sowas, die müssen halt immer diese Treppe da, diese Wendeltreppe da runter und hochlaufen. Die haben dann Boten oder sowas, die natürlich dann Sachen hin und her tragen und die Welt wirkt halt auch so, als würden sie wirklich da leben und nicht so gekünstelt, okay, ja, passiert ja eh nicht. Auch ein bisschen dreckig und sowas und find ich gut. Also hat mir echt gut gefallen. Und die Charaktere sind auch cool. Ich habe Und tatsächlich auch danach, was ja. auf Apple TV geguckt. Also, Ja, hau mal raus. vielleicht haben wir ja das Gleiche geguckt, weil mich hat Weiß ich nicht. angesprochen die Serie mit Idris Elba, die jetzt neu gestartet ist. Nee. Hijack heißt die. Idris Elba geht ins Flugzeug von Dubai nach London und das Flugzeug wird von Terroristen gekapert und er ist, ja, sein Job ist quasi Verhandlungsführer. Aber für Unternehmen eigentlich. Und er, ja, spricht hauptsächlich mit diversen Protagonisten in diesem Flugzeug. Und ich muss sagen, mega spannend. Mega spannend. Okay. Das war tatsächlich so mal wieder eine Serie. Wir saßen hier auf der Couch und haben relativ spät angefangen mit Folge 1. Und waren dann immer so, dass wir gesagt haben, boah, eigentlich müssen wir jetzt ins Bett, aber lass uns die nächste Folge noch angucken. Und dann haben wir die nächste Folge zu Ende geguckt und gesagt, ah, nee, jetzt müssen wir noch mal weiter gucken. Und das Einzige, was uns gestoppt hat, ist, dass die wöchentlich Keine neue Folge. rauskommt. Genau. Ja. Also wir haben tatsächlich dann die ersten drei verfügbaren Folgen am Stück geguckt, 3 Stunden lang. Und wir hätten auch noch die vierte angefangen, wenn sie da gewesen wäre. Aber die kommt jetzt erst am 12. raus. Kann ich sehr empfehlen, die Serie. Okay. Nicht verkehrt. Also, warte mal, Hijack ist, warte mal, dieses Flug wird irgendwie gekapert und. Genau. Ja, also das Ah. ist halt so ein typischer Air-Thriller, ne? Also Flugzeug und Thriller. Habe ich immer so schlechte Erfahrungen mitgemacht, da war ja irgendeiner mit Liam Neeson oder sowas, seitdem kann ich die Ja, Dinger nicht mehr gucken. nonstop. Der ist halt Rotz. Ja. Wobei, Seitdem bin ich der da mit ist diesen okay. Hijack. Ja, seitdem bin ich da ein bisschen skeptisch immer, was so Flugzeugentführungsdinger. Obwohl, habe ich jetzt auch einen gefahren, also einen zumindest mir ausgeliehen von Amazon, muss ich aber noch mal gucken. Emergency Declaration, den wir auch mal hier auf, glaube ich, so Platz 1 oder sowas hatten Ja. bei der Kinovorschau. Und den werde ich mir auch mal angucken. Gab's für 99 Cent zum Ausleihen, du hast 30 Tage irgendwie Zeit, ihn dann zu gucken und dann werde ich das vielleicht noch schaffen. Ich habe eine andere Serie bei Apple TV Plus angefangen, die auch auf eine Buchreihe basiert von Isaac Asimov. Und zwar The Foundation. Foundation. Ja. Ja. Fand ich eigentlich so, dieses Sci-Fi-Fantasy finde ich ja ganz cool eigentlich. Und die treffen auch wieder einen guten Ton. Weißt du, da hast du dann auch wieder so Technologie, aber das ist auch nicht wieder alles so glatt geleckt, sondern da hast du dann auch irgendwie ein bisschen Dreck mit dran und ein bisschen kaputt mit dran. Und geht halt um ein junges Mädel, die auf einem Planeten wohnt, wo eigentlich Wissenschaft und sowas verpönt ist. Oder ne, das ist denn gegen die Gottheit, gegen den Schläfer. Und die gewinnt aber irgendwie, die kann irgendwie so ein mathematisches Rätsel lösen, wo sie dann auf einen Planeten eingeladen wird. Boah, wie hieß denn der? Tarnow, irgendwie sowas. Also so ein Stadtplaneten, ne? Also wirklich alles wissenschaftlich, alles hier High-End und unterstützt da quasi die These von einem Mathematiker, der sagt, okay, das Imperium, was wir jetzt hier haben, wird untergehen. Damit wird er quasi als Ketzer auch gebrandmarkt und landet vor Gericht. Aber der sagt hier, wir können verhindern, wir können es nicht verhindern. Ne? Also das wird alles hier zugrunde gehen, es wird eine Dunkelheit geben. Aber wir können diese Dunkelheit quasi verkürzen, indem wir halt The Foundation aufbauen, also ein Netzwerk von Wissen, dass wir Wissen behalten, dass wir Wissen übermitteln, damit wir halt, wenn dann alles am Arsch ist, wieder nicht bei Null anfangen müssen, sondern dann auch schon mal das Wissen haben und von dort aus quasi dann wieder weitermachen können. Und ich weiß gar nicht, wo ich jetzt bin, bei Folge 5 oder 6, aber das ist schon, ne, da gibt es auch so ein, zwei Wendungen drin, die Charaktere sind eigentlich interessant. Und verschiedene Parteien quasi, die da natürlich dafür und dagegen sind, finde ich eigentlich cool. Also von diesem Sci-Fi-Fantasy-Look her
konnte das gefallen. Das war auch immer so gewesen, so, ja, die enden auch immer so kacke. Die Serien kriegst du immer hin, da geht eine Folge eine Stunde. So, dann hast du eigentlich eine Stunde geguckt, bist eigentlich schon müde und denkst mir so, ja, aber eigentlich willst du ja noch wissen, wie jetzt gerade die Szene weitergeht. Da guckst du nur den Anfang mal, weißt du, so wie, nur die, damit das aufgelöst wird, womit du jetzt hier quasi stehen gelassen wirst. Und dann guckst du trotzdem noch die halbe weitere Folge oder die ganze nächste Folge noch mit und bist da schon halb am Einpennen. Ich muss Weiß nicht, sagen, hast du. ich habe Foundation angefangen und die hat mich irgendwo verloren. Also da waren viele geile Ideen drin. Ich fand auch gerade übrigens das mit dem Imperator, der quasi immer geklont wird, irgendwie mega geil. Aber das wird halt nicht chronologisch erzählt und das war mir irgendwie alles dann so ein bisschen zu abstrus. Ja, Also. dann, okay, das spielt davor, das ist dann danach. Ja. Da muss man ein bisschen gucken, okay, wo sind wir jetzt eigentlich gerade, obwohl das noch geht. Also da gab es noch andere Serien oder Filme, wo du denkst, ich habe keine Ahnung, wo ich mich gerade befinde, was ihr von mir wollt. Ja, aber weißt Da, du, das geht eigentlich noch. mein Problem war zum Beispiel so, du hast die erste Folge, wo ja die Protagonisten etabliert werden. Dann wird einer der Protagonisten stirbt. Ich sage jetzt mal nicht weiter wer, sondern und dann will ich ja wissen, wie geht der Strang weiter, aber die nächsten 5 Folgen kommt darüber gar nichts mehr. Also, und das fand ich dann alles so ein bisschen so, ja, aber also das, womit er mich quasi gecatcht hat, ist jetzt scheißegal, sondern jetzt geht es um irgendwelche anderen Leute, die 500 Jahre später leben. Also, das erstreckt sich über eine sehr lange Zeit und die Zusammenhänge sind mir in den ersten Folgen halt nicht so mega klar geworden. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Bücher gibt es denn? Wahrscheinlich Da haben die nur wahrscheinlich eins. auch wieder. Naja, nee, oder? Foundation. Der 1000-Jahre-Plan heißt das Ding. Okay. Ich meine, die Idee ist schon geil. Aber ich habe ja Boah. immer, ich habe ja immer Probleme, wenn 7 Stück gibt es offensichtlich. Was von 1951, alter Falter. Das sind ja noch so die Anfangszeiten von, wo Science Fiction eigentlich Nische war und eigentlich scheiße war. Das hatte ja keinen Sinn und Verstand gehabt. Ja, der Asimov, der hat doch auch hier diese Regeln der Robotik entwickelt, oder nicht? Kommt Ja, das nicht aus seinen stimmt. Romanen? Das kann natürlich auch sein, ja. Also, das ist schon, der ist schon alt, der Herr Asimov. Der ist wahrscheinlich auch nicht mehr am Leben. Nee, aber der hat schon, also, der hat aber auch einen Namen sich gemacht. Vor allem in der Ja. Science Fiction, wenn du irgendwas nur liest, so Isaac Asimov, denkst du immer so, oh ja, okay, cool. Ja. Guck, Ja, ist ein also keiner. Russisch. Amerikanischer Biochemiker, Sachbuchautor und einer der bekanntesten Science-Fiction-Schriftsteller seiner Zeit. Und ist verstorben 1992. So, also hier auf Amazon kriegst du die Foundation-Trilogie Weil als Taschen. Wenn ich hier auf Als die Taschenbuch. englische Version gucke, dann gibt es 7. Ja. Ja, kann natürlich sein, dass dann die Foundation, aber zu Foundation gehört dann noch bla 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 und Foundation-Projekt. Aha, bla 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 bla. Also ja, aber 1951 ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Das ist ja wirklich, was man sich 1951 gedacht hat, wie die Welt 2000 aussieht, das sind ja riesige Diskrepanzen, ey. Das finde ich immer so witzig, wenn du so von damaligen, na, Anfang so 1902, 1905 und die haben dann irgendwie Postkarten gemacht, wie sich das Jahr 2000 vorstellen. Es ist fernab der Realität eigentlich, wie dann 2000 aussieht. Fliegende Autos oder damals noch Zeppelin oder sowas und Luftballonfahrräder, keine Ahnung, also komplett futuristischen Spaß. Und die PCs bei denen sind ja immer noch so Kühlschränke, weißt du, die haben sich damals vorgestellt, ja, wir werden dann irgendwelche PCs haben, aber die sehen halt aus wie. Das sind halt riesen Trümmer noch. Ja, Ja. also ich fand das jetzt irgendwie alles ganz interessant, aber nicht so geil, dass es mich jetzt. Aber wie gesagt, mein Hauptproblem ist immer, wenn du nicht so den Identifikationspunkt hast, ne? Also der Einzige, der halt konstant eine Rolle spielt, ist der Imperator und der ist jetzt halt auch nicht so der Sympathieträger, sage ich jetzt mal.
Kommt auf die Version drauf an. Aber auf jeden Fall muss man dazu noch sagen, da kommt jetzt auch demnächst die zweite Staffel. Ich habe jetzt die Werbung gesehen, ich glaube am 14. Juli ist es soweit. So kam ich drauf. Na, da habe ich auch die Ah. Werbung bekommen. Ja, hier Foundation, Staffel 2 kommt, Roku Foundation. Hatte ich jetzt auch mal auf meiner Watchlist gehabt. Dann fängst du jetzt damit an. Dann hast du dann zumindest dann bald die zweite Staffel und musst nicht wieder 3 Jahre warten, bis es weitergeht. Was ich auch noch auf der Watchlist habe, das werde ich mir dann auch irgendwann dann reinziehen. For All Mankind. Wo es, glaube ich, Ja. dann auch um Marsbesiedlung und sowas geht. Und dann bin ich eigentlich auch ganz gut Habe dabei. ich angefangen, die erste Folge, aber da muss ich sagen, das war so ein. Ich glaube, bei Kino Plus bezeichnen die das immer als Edellangweiler. Also, das sieht alles mega gut aus. Und da ist auch ordentlich Production Value drin, aber das ist sowas, das hat sich für mich sehr gezogen. Deswegen Ja, bin gut, ich. Hab's nicht geschafft, die erste Folge zu beenden. man kann ja immer mal gucken, reingucken, ob es dann was ist und dann, wenn es halt langweilig ist, wie du sagst, dann ja, next. Man muss ja sagen, Apple TV Plus, jetzt habe ich lang genug quasi es links liegen gelassen, hat ja dann auch genug Content, ne? Also es ist kein Netflix, wo jede Woche irgendwie 20 neue Serien starten. Aber was die halt rausbringen, ist meistens aber auch dann hochwertiger als die Billigproduktion von Netflix. Ich habe immer das Gefühl, Netflix macht erstmal Quantität vor Qualität. Hauptsache, wir haben für jeden irgendwie was dabei. Dann haben wir was Koreanisches, ein K-Drama haben wir drin. Dann haben wir US-komische Show und da haben wir irgendetwas. Und ja, weiß ich nicht. Ich habe gerade kein Netflix und ich werde mir vielleicht Netflix dann wiederholen, wenn Arcane Staffel 2 rauskommt oder Stranger Things oder irgendwie sowas. Da werde ich mir dann nochmal einen Monat dann zu gönnen. Jetzt Witcher oder sowas, damit kriegen sie mich nicht. Das habe ich Staffel 2 noch nicht mal richtig gesehen. Irgendwie, ich habe auch nur Schlechtes über Staffel 2 gehört und dann hatte ich schon keinen Bock mehr. Dementsprechend, gut, jetzt kam nochmal Black Mirror raus. Black Mirror fand ich eigentlich relativ cool, aber dafür, es hat nicht den Stellenwert bei mir, dass ich sage, okay, dafür hole ich mir jetzt. Das ist dann etwas, was du dann mitnimmst, wenn du dann wieder einen Monat hast. Aber dafür würde ich es mir jetzt nicht holen. Weiß auch gar nicht, Ted Lasso habe ich auch abgeschlossen. Ich weiß gar nicht, ob wir da schon drüber geredet haben, weil ich gefühlt schon 10 Jahre keinen Podcast mehr gemacht habe. Ich habe das Aber. Gefühl, jedes Mal erzählst du über Ted Lasso. Ja, Jede Folge aber sagt, jetzt bin oh, ich ich habe auf wieder jeden Ted Lasso Fall. geguckt und jetzt ist es wieder scheiße und jetzt ist es wieder gut. Und Ja, gut, jetzt muss man ja sagen, ich kann jetzt nie wieder Ted Lasso neu gucken, weil das war's, ne? 3 Staffeln und Ende im Gelände. Also Ted Lasso ist jetzt vorbei. meinst du nicht, da kommt noch Staffel 4? Nein. Das ist sowas von glasklar, dass da nichts mehr kommt. Also die Sendung schließt ab und macht eine Klammer. Also wir enden quasi da, wo wir auch angefangen haben. Nur halt, dass sich unsere Figuren weiterentwickelt haben. Und ich würde sagen, da noch eine vierte Staffel dran zu basteln, ist schwierig. Okay. Fast unmöglich. Also, außer man bricht Weil halt mit allem, wie sich die Figuren entwickelt haben. alle sterben. Ja, nee, so schlimm ist es dann auch nicht. Ja, aber wie gesagt, ich gehe davon aus, das war's. Ja, also, das wäre schon komisch, wenn da jetzt nochmal was kommen würde. Ja gut, aber manchmal ist es auch ganz praktisch. Ich finde es auch manchmal gut, wenn die dann sagen, okay, jetzt haben wir 3 Staffeln gemacht und jetzt reicht's. Wir müssen das jetzt nicht in die Unendlichkeit ziehen, bis wir dann irgendwann keinen Content mehr haben und einfach nur noch blöd wird. Ja, und es Deswegen. ist ja schon teilweise blöd geworden, ne? Also das muss man ja Jo. sagen. Das war ja schon so, dass man teilweise gedacht hat, boah, was soll die Scheiße jetzt? Ja, und dementsprechend war es auch gut, dass da jetzt Schluss war. Und am Ende hat man natürlich geschafft, irgendwie eine versöhnliche Note quasi zu finden. Und dann ist auch in Ordnung und dann, da muss auch nichts mehr kommen, ne? Also für mich ist das auserzählt. Okay. Ja, werde ich mir auch mal angucken. Also ist auf meiner Watchliste nicht direkt ganz oben, aber da jetzt ich von jeder Ecke gehört habe, oh, du musst Ted Lasso gucken, Hast schon keinen Bock werde ich mir mehr. das mal angucken. Nee, teilweise ist es ja wirklich so, dass wenn da jeder ankommt und sagt, du musst, dann hast du echt keinen Bock mehr. Aber ich habe es auf der Watchliste, ich werde es mir angucken, ich werde dir eine Chance geben, aber jetzt erstmal Foundation.
Boah, was ist noch? Habe ich noch einen Film gesehen? Oh, ich habe ganz viele Filme gesehen. Ich habe Hypnotic gesehen. Das war der letzte Film, den ich in der Sneak mitgekriegt habe. Von Robert Rodriguez mit Ben Affleck. Die einen sehr wie ein Scheiß machen. Geht um, oh, ich habe seinen Namen vergessen. Keine Ahnung, ist auch wurscht. Rock oder sowas heißt der Typi. Ist Detektiv. Seine Tochter wurde vor Jahren, keine Ahnung, der so richtigen Zeitpunkt wird er nicht genannt, aber wurde vor seiner Nase quasi entführt. Die waren irgendwo am Spielplatz gewesen, da war kurz abgelenkt und da war das Kind weg. Und wurde halt auch nie wiedergefunden. Und jetzt hat er während eines Auftrags bekommt einen Hinweis. Ne? Da ist ein Foto mit seiner Tochter drauf und Name drunter. Und versucht er natürlich jetzt irgendwie nachzugehen. Und bekommt es dort mit Hypnotics zu tun. Hypnotics sind Menschen, die es schaffen, quasi dich direkt durch Blickkontakt oder einfache Sätze in eine Illusion zu verbringen oder zu bringen, also dich zu hypnotisieren, mehr oder weniger, dass du dann halt Zeug machst. Also die können dich quasi dann fernsteuern. Und da fängt schon an, so, wo du denkst, okay, ein bisschen weit hergeholt, aber das nehme ich noch. Aber die versuchen daraus so ein wirres Ding zu machen, à la so ein Christopher Nolan-Teil, wo du dann am Ende dann irgendwie so die riesen Auflösung hast. Nur halt ein Scheiße. Das funzt hinten und vorne nicht. Du denkst irgendwann so, okay, jetzt ist mir auch kackegal. Da hast du jetzt den nächsten Twist drin, das war aber so und so und jetzt hast du da wieder irgendwas drin, ja, aber nee. Wo du denkst so, ey, eigentlich kannst du gar nichts mehr davon glauben, weil alles kann ja jetzt irgendwie eine Illusion sein und ganz ehrlich, die haben es nicht geschafft, da eine Spannung aufzubauen, dass du sagst, okay, ja, ich bleib jetzt am Ball, sondern irgendwann war es dir einfach kackegal gewesen. Und das war halt schlecht. Ich glaube, der kam auch international nicht so gut an. Ich glaube, der hat irgendwie 2 von 5 oder 2 von 10 oder sowas. Also irgendwie. Kann ich das aber auch verstehen. Der sieht technisch gut aus. Auch die Effekte so, kannst du so nehmen, sind gut, aber inhaltlich ist der einfach zu. Der wollte mehr sein, der wollte einen so auf so ein Christopher Nolan Inception-Ding drehen, aber kriegt's einfach nicht gebacken. Das ist ja leider oft so, ne? Auch wenn du so, wenn du merkst, einer versucht wie Quentin Tarantino zu sein, dann ist das halt oft so ein bisschen am Ziel vorbei. Ja, Christopher Nolan ist halt Christopher Nolan und Christopher Nolan macht halt Virenscheiß, den du manchmal verstehst du nicht, wie bei Tenet, wo du dich dreimal fragst, und ja, was macht der denn jetzt? Was soll der Krempel? Aber größtenteils macht halt Nolan schon coole Filme. Ich bin auch sehr, sehr gespannt auf Oppenheimer. Ich glaube, das wird so mein Sommerhighlight. Nicht unbedingt, weil er dann so einen irren Scheiß macht, aber ich meine, da ist die Story ja vorgegeben, mehr oder weniger. Da kann er jetzt nicht anfangen, irgendwas komplett Wirres reinzubauen. Aber ich denke, er schafft es, das richtig spannend zu erzählen. Und die Effekte Oh, werden gut. wahrscheinlich wird auch irgendwas mit Zeit eine Rolle spielen, denn das ist ja bei Christopher Nolan immer so ein Ding, ne? Ja, es kann sein, aber was ich halt bei denen finde, ey, das ist halt wirklich ein Macher der alten Schule. Oder der sagt, ey, den ganzen neumodischen Kram finde ich halt eher so lala. Ich drehe halt jetzt noch auf 70 mm IMAX, können halt nur 20 Kinos auf der ganzen Welt irgendwie abspielen, aber scheiß drauf, ich mach's jetzt einfach. Und dann hast du halt eine riesen fette Filmrolle, die 250 Kilo groß, also 250 Kilo schwer ist. Aber ist mir kackegal, weil das ist das Beste, was ich machen kann, auf IMAX zu drehen, einen großen Saal mit einer geilen Anlage und dann hast du das Filmerlebnis, was ich eigentlich rüberbringen will. Und der Rest kriegt halt die abgespeckte Version. Das ist leider so. Aber der geht ja auch hin und sagt, ey, CGI will ich nicht. Das war ja bei Tenet schon so gewesen. Da gab es ja diese Szene, wo sie mit einem Flugzeug in so ein Terminal reinfahren. Hättest du über CGI machen können? Wollte er Genau. nicht. Ja, wollte er nicht. Ja, er hat ein Flugzeug genommen und so einen kaputten, also in so einen abgestellten Terminal reingefahren. Und dann hat er auch seine Effekte gehabt. Und auch jetzt hier bei Oppenheimer, ne, da geht es ja um die Entwicklung der Atombombe quasi, da hat er auch gesagt, okay, ich habe so viel TNT zusammengekriegt, wie mir erlaubt worden ist, damit ich halbwegs realistisch so eine Explosion zeigen kann. Keine Ahnung, ja, der sprengt wahrscheinlich noch eher seine ganzen Leute in die Luft, damit er halt alles realistisch hat. Statt zu sagen, ja, okay, das kannst du auch über CGI machen. Man muss auch echt gestehen, wenn du ein Team dahinter hast, was gutes CGI macht, dann merkst du den Unterschied echt kaum noch. Zumindest aus der heutigen Sicht. Wahrscheinlich ist es so, das haben sie sich vor 20 Jahren auch gedacht. Und jetzt guckst du dir Filme an von vor 20 Jahren und denkst du so, boah, ist das alles aber potthässlich. Weiß man nicht, aber
Es gibt mittlerweile Bereiche, wo du echt sagst, das kannst du echt nicht mehr unterscheiden. Ich meine, das hast du ja teilweise schon bei Videospielen, ne? Wenn du jetzt so ein Forza Horizon 5 oder sowas hast, die Autos mit dem Lack und wie das sich alles drin spiegelt und sowas, wenn du einfach nur ein Bildausschnitt aus diesem Spiel hast und legst das irgendwie einem vor, weiß ich nicht, ob er direkt erkennt, ob das jetzt ein reales Auto ist oder aus dem Spiel. Und es wird halt immer mehr. Ne? Also es wird immer besser, wird immer. Dieses Uncanny Valley werden wir auch irgendwann noch überwinden. Das ist ja. Haben sich lange, lange Zeit ist das immer ein Problem gewesen bei Darstellung von Menschen. Ne? Du Ja. kannst sie realistisch darstellen, aber dein Gehirn merkt jede kleine Nuance, weil wir halt wirklich drauf abgestimmt sind, wirklich aus Gesichtern zu lesen und Gesichter zu erkennen, dass du merkst, da stimmt was nicht. Da kannst du ein fotorealistisches Modell haben, fotorealistischen Gesicht haben. Wenn der nicht irgendwie blinzelt, merkst du schon direkt so, nee, irgendwie, irgendwas ist komisch. Da stimmt was mit denen nicht. Und da sind wir echt gut drin. Und da hat wirklich lange, lange Zeit immer auch die ganzen Firmen Probleme mit gehabt. Aber ja, jetzt machen wir mittlerweile Deepfake, wie bei Indiana Jones, wo du sagst, okay, dann haben wir halt alte Aufnahmen von Harrison Ford und dann machen wir uns halt einen jungen Indiana Jones. Und da hast du mit Schon Deepfake, also mit. interessant. Da hast du auch weniger mit diesen Uncanny Valley zu tun, weil es sind ja reale Aufnahmen. Ne? Also das ist ja auch jetzt nicht irgendwie was CGI zusammengebaut, dass es aus dem Rechner kommt, sondern das sind da wirklich Originalaufnahmen von Harrison Ford gewesen, die halt jetzt als Filter quasi genutzt worden sind, um das halt darzustellen. Ich muss ja auch sagen, beim ersten Captain Marvel, der spielt doch irgendwie in den 90ern und da hat man ja den verjüngten Samuel L. Jackson. Das fand ich jetzt auch nicht so. Also ist mir nicht negativ aufgefallen. Ja, mittlerweile kriegen wir das schon echt gut hin. So, haben wir das Thema auch. Habe ich sonst noch irgendwas gesehen an Filmen? Nö. Ich hab dann eher die Zeit verbracht mit Foundation und Silo. Ich habe noch ein, zwei Anime gesehen. Hell's Paradise habe ich angefangen, was ein ziemlich wirrer Scheiß ist. Da hast du ja hier den Helden Gabimaru, der einfach nicht sterben kann, beziehungsweise der halt nicht kaputtbar ist. Und ist halt ein Attentäter, sage ich mal, oder wird dann halt gefangen genommen. Und der Kaiser sagt dann, okay, es gibt wohl eine Insel, auf dieser Insel ist das Elixier des Lebens. Und wer mir das bringt, der wird quasi dann freigelassen. Ne? Der wird seinen Sünden, beziehungsweise seine Straftaten werden dann entlassen, erlassen und dann kann er wieder normal leben. Diese Insel ist aber bevölkert mit irgendwelchen ganz wirren Kreaturen und da geht es richtig ab. Also das Ding ist mindestens ab 16, weil die hauen sich da schon gegenseitig die Köpfe ein. Das war mal ein interessantes Setting gewesen, weil zur Zeit hast du halt überall Isekai. Also Isekai sind ja immer die Anime-Serien, wo es darum geht, dass irgendjemand in einer anderen Welt auftaucht, als was auch immer es dann wird. Da habe ich jetzt auch angefangen, die erste Folge von Meine Wiedergeburt in eine andere Welt als Vending Machine. Als Der dann Vending wirklich, ja, der ist dann ein Verkaufsautomat. Der hat dann gesagt, oh, ich liebe Verkaufsautomaten, wird halt irgendwie, als er einen Verkaufsautomat retten wollte, der von so einem Lastwagen runterfällt, geht er halt drauf und ist dann in so eine Fantasy-Welt als Kaufautomat. Und hat dann irgendwelche Optionen, der hat irgendwie Punkte und dann kann er dann auswählen, was er denn verkaufen will, für wie viel und bla 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 und kann sich da irgendwie hochleveln als Verkaufsautomat. Also es ist schon ziemlich dumm, aber wieder so schräg, dass du sagst, okay, jetzt bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Was soll da jetzt noch passieren? klingt schon irgendwie ein bisschen komisch. Es ist schon schräg, ist schon strange. Aber ich guck mal weiter. Ich habe mal auf die Watchlist gepackt, da kommt ja natürlich dann auch jede Woche eine neue Folge raus. Und da bin ich mal gespannt, was dieser Verkaufsautomat in dieser Fantasy-Welt erlebt. Ne, der hat auch irgendwie so ein, der hat ein Punktekonto und jede Sekunde verliert er irgendwie einen Punkt oder sowas. Also der muss wirklich verkaufen, irgendwas verkaufen, damit er ne, am Leben bleibt oder am Strom bleibt, keine Ahnung. Und kann es halt auch nicht zu billig machen, weil ich glaube, pro Yen, Euro, was weiß ich für eine Währung, was sie da haben, verdient er dann halt X Punkte, ne, umgerechnet. Das heißt, er muss am Tag irgendwie zwei Dosen verkaufen und dann hat er wieder genug Strom für den Tag oder
Man kann ja halt die Punkte auch einlösen, als der kann sich eine Barriere erschaffen oder er kann dann irgendwie kalte Getränke und warme Getränke anbieten. Keine Ahnung. Es ist ein komisches Ding, aber es ist wieder so schräg, dass du sagst, okay, da bleibe ich mal am Ball. Das war jetzt noch nicht so hardcore abschreckend. Ja, also die Idee ist ja irgendwie verrückt. Aber gut, das können die Japaner ja eh. Ich Also weiß noch, da gibt ist. es irgendwie meine Wiedergeburt in einer anderen Welt als Schwert. Als Den habe ich auch noch Schleim. nicht gesehen. Nee, als Schleim gibt es auch, aber als auch als Schwert. Ja, Gibt's beides. es Oder gibt als ja als Spinne alles, oder ne? als was weiß ich. Ja. Oder meine Wiedergeburt in einer anderen Welt mit meinem Smartphone. Kannst alles haben. Oder in Ja, another world with my smartphone. zurzeit bin ich da eher raus, muss ich sagen, was so Anime angeht. Aber ich habe jetzt auch einfach nicht viel Zeit gehabt, ne? Dadurch, dass wir umgezogen sind und alles hier gestern den letzten Raum mal fertig gestrichen. Also ich habe echt nicht viel geguckt. Ich meine, bei Markus Lanz bin ich jetzt gerade beim 13. Juni. Also ich bin selbst bei dem, was ich regelmäßig gucke, echt weit abgeschlagen. Okay, naja, gut. Prioritäten setzen und so. Oh, so Aber ist hast du denn es. jetzt nette Nachbarn oder merkst du schon, okay, der über mir, der macht jetzt auch Party? Nee, hier ist echt gut, ne? Hier wohnen halt viele Familien, das heißt, hier ist abends dann Feierabend. Da ist ruhig. Ja, und mittags hast du Kindergekreiche. Ja gut, aber mittags bin ich ja im Normalfall nicht da, ne? Also, das ist mir ja Wuppe. Ich meine, hier bei uns auf dem Flur wohnt so eine, würde mal mutmaßen, indische Großfamilie. Da kriegst du gar nichts von mit. Okay. Also die Wände hier sind halt auch dick, ne? Also man hört jetzt von den benachbarten Apartments nichts. Gegensatz zu der vorigen Wohnung. Ja, wo die Wände halt aus Papier waren. Aber das ist halt immer so, ne? Das weißt du halt vorher auch leider immer nicht. Ja. Müsstest du mal so einen Probetag da verbringen, dass du sagst, hey, ich wohne hier mal einfach 24 Stunden und dann weiß ich, ob sich das lohnt oder nicht. Ja, eigentlich so eine Woche, ne? Dass man mal gucken kann, wie ist so am Wochenende, wie ist so unter der Woche. Das wäre eigentlich am besten. Gehst du mal zur Familie und sagst, hey, wie wär's? Ich mache mal eine Probewoche bei Ihnen hier. Wenn es Dann mir entscheide gefällt, ich dann mich. überlegen wir nochmal. Und dann sagt er, naja, nö, ich Ja. habe ja auch noch 100 andere, die die Wohnung haben wollen. Und denen ist das kackegal, die nehmen die erstmal. So ist es. Ja, Ja, musst du. ist schon nicht so einfach. Aber Balkon ist geil. Also das muss ich sagen, das hat mir vorher echt gefehlt und das ist jetzt echt mega. Mega schön mit Balkon. Ja, kann ich mir vorstellen. Kannst du im Sommer mal draußen sitzen oder mal einen Grill einfach da Und hinstellen. Dann kommen dann die anderen, machen raus und sagen, nee, der grillt Fleisch, oh mein Gott, das geht gar nicht. Und wenn da ich muss ich ja diesen Geruch sagen, habe, dann kriegt ich schon die Krätze. wir hatten ja auch die Hausordnung sagt, Holzkohlegrill verboten auf dem Balkon, direkt am ersten Sonntag, der unter uns hier alle vollgenebelt. Ja gut, er hat die Hausordnung nicht gelesen, oder? Dem ist es scheißegal. Wahrscheinlich nicht. Hab auch Ja gut, aber einen gedacht, ne? Gasgrill dürfst du jetzt nutzen, oder was? Dass du sagst hier. Nö, aber Elektro ist ja dann nicht Oder so Elektro, ja. tragisch, ne? Ja, gibt's ja auch noch, stimmt. Ja, kann man schon irgendwas machen. Jetzt kommt ja der Sommer. Der Oder kann Sommer ist man. da, Alter. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber hier sind heute 33 Grad gerade. Ach, die beschweren sich alle immer so, boah, es ist so warm, es ist so warm. Und ich habe mir gesagt, Leute, ich wohne in einer Dachgeschosswohnung schon seit über 10 Jahren. Erzähl mir nichts. Das macht mir schon nichts mehr. Ich bin schon halbwegs abgebrüht, was hier Hitze ist. Weil, puh, irgendwann gewöhnst du dich dran. Gut, draußen ist es nochmal ein bisschen anders da, wenn da noch direkt die Sonne auf dem Pelz brennt, aber jetzt einfach von der Luftatmosphäre, von der Luftfeuchtigkeit, ja, puh, du hast draußen angenehmer als bei mir drin. Also, das läuft. Ja, wir gehen Das jetzt gleich wird. auf so ein Wissenschaftsfestival von der hiesigen Uni. Ein Ja, Wissenschaftsfestival. keine Ahnung, Das die klingt ja Stände. geil. Da gibt es halt Musik und Unterhaltung und dann halt so Stände, wo die quasi so zeigen, was die so machen, ne? Ja. Aber interessant. Vor allem, wenn es halt eine wissenschaftliche Schule ist, wahrscheinlich interessanter, als wenn du da irgendwie eine Normalschule, was heißt normal, also so eine Realschule oder sowas da hast, wo die dann, ja,
Beeindruckt. Da zeigen die Kinder, was sie gemalt haben, wo ich mir denke, ja, geil. Aber Ja, jetzt. ist halt Universität. Das ist schon noch mal Ja, was ja. anderes. Ja, da ist schon mal ein bisschen mehr Wissen dahinter, wo du sagst, okay, da nehme ich mir auch was mit. Na. Cool. Würde mir auch gefallen, aber ich muss arbeiten heute noch. Na gut, Bonn ist Muss jetzt gucken, auch ein dass dann. bisschen weiter weg, ne? Ja, ach Gott. Vielleicht ziehe ich ja doch nochmal irgendwann um. Also, falls ich nochmal umziehe, ich glaube, Münster ist gar nicht mal so verkehrt. Ist eine schöne Stadt und ich wäre schnell am Klinikum. Ja, und wie gesagt, auch näher hier. Und ein Kino gibt es da Ja. bestimmt auch. Ja, kein Sinister, da gibt es einen Cineplex. Aber die haben D-Box und Atmos. Und einen 4K-Sonstwas-Projektor. Also die haben eine gute Ausstattung. Ja, hey, und grundsätzlich ist es ja so, du als Arbeitnehmer, du kannst ja aussuchen, wo du arbeiten willst mittlerweile, ne? Das hat sich ja komplett gewandelt. Aber ob Kino jetzt gerade. Kino ist jetzt nicht gerade die Branche, die sagt so: Boah, geil, Zukunft sieht super rosig aus, da stellen wir jetzt 5000 Leute ein. Ja, aber sag mal, die werden auch Leute brauchen. Ja, die werden aber wahrscheinlich die meisten, genau wie bei uns, irgendwie nur Aushilfskräfte haben. So Studenten, die dann hier 450 nebenher sich noch was verdienen. Nicht unbedingt jetzt Vollzeitleute. Das ist im Kino eher ein bisschen seltener. Aber ja, theoretisch gibt es wahrscheinlich die Möglichkeit, aber zurzeit sehe ich das nicht. Muss man auch Naja, nicht. Obwohl, irgendwann wird sich vielleicht. ergeben. Naja. Ich hab mir jetzt so einen lustigen Deutschland-Ticket gekauft. Wie gesagt, ich musste ja von Münster wieder zurückfahren. Die Karte hätte gekostet 44 Euro. Das Deutschland-Ticket kostet 49 Euro. Denke mir, ja geil, die 5 Euro, die legst du noch drauf. Und könnte jetzt ja quasi theoretisch bisschen durch das Land gurken. Muss Ja. ich ausnutzen. Wenn man denn ankommt, wo man hin will, weil Deutsche Bahn. Muss ja nicht unbedingt heißen, dass du dann auch irgendwann mal ankommst. War. Naja, werde ich mal gucken. Vielleicht mache ich da nochmal ein, zwei Fahrten mit. Ist halt dieses komische Monatsabo, da muss ich jetzt gucken, dass ich das noch rechtzeitig quasi storniere, sonst ziehen die mir wieder 49 Euro ab für den August. Obwohl das. Ich denke, wenn man da wirklich. Wenn man wirklich so ein Ticket hat für 49 Euro, dann benutzt es eigentlich auch. Da sagst du, oh geil, ich habe da zwei freie Tage, geil, dann fahre ich einfach mal hierhin, dahin, dorthin und dann rentiert sich das eigentlich. Also der Preis an sich ist okay, wenn du halt nicht unbedingt drauf und dran bist, ich muss unbedingt ICE fahren, weil es ja einfach nur Oh. für Regionalbahn. Aber ansonsten, ich meine, wenn ich jetzt hier mal von Fulda nach Frankfurt fahre, dann kostet das Ticket, keine Ahnung, was das mittlerweile kostet, 14 Euro. Bis auch 28 Euro, fast 30 los. Machst du Ja. zweimal im Monat, dann hast du es wieder drin. Ich muss ja sagen, mein Jobticket auf Arbeit wurde eh ins Deutschlandticket umgewandelt. Das heißt, für mich stellt sich Das die war Frage geil. nicht, ich habe das jetzt einfach. Das ist doch geil. Kannst du jetzt immer schön, wenn du sagst, okay, ja, ich möchte mal irgendwo hinfahren und ich habe es nicht eilig, Wir haben auch schon kannst du auch gesagt, hinpendeln. nächsten Freitag habe ich frei. Da fahren wir erstmal nach Düsseldorf zum Flughafen, machen ein paar Fotos von Flugzeugen. Ah, geil. Ja, scheiße, stimmt, das Thema hatten wir ja noch gar nicht. Du bist ja jetzt hier auch unter den Kameraleuten gegangen. Das stimmt, das stimmt. Und ich muss sagen, ich finde das eigentlich, also Kamera macht richtig Bock. Ne? Ich war ja immer so, dass wir die Diskussion hatten, ja, hier iPhone reicht. Ne? Ja, Aber wenn du reicht, mal... gelle? Ja, aber ich muss sagen, wenn du dir dann mal doch die Resultate, die du mit der Kamera anguckst, wenn du dir die mal auf dem Computer anguckst gegenüber dem iPhone, Alter, das ist schon doch noch ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und ich habe ja jetzt nicht unbedingt die modernste Kamera gekauft, was mich übrigens auch schon wieder zu der Überlegung bringt, mir doch noch mal eine Eine andere zu neue zu kaufen? kaufen, ja. Weil ich Eine muss Alpha-7 willst du sagen, denn haben, oder was? die, Willst du Nee, dann ich eine muss Alpha-7, oder? Nee, ich muss tatsächlich sagen, ich bin am Überlegen, ob ich von Sony nochmal weggehe, weil ich muss sagen, also bei der Alpha 6000 war es jetzt einfach so, im Urlaub war mir der Autofokus viel zu oft daneben. Okay, Also, gerade Sony ist da sehr, sehr gut eigentlich in ja, Autofokus. aber die Alpha 6000 ist halt mega alt, ne? Okay. Und ich weiß nicht, ich habe dann oft so Situationen gehabt, zum Beispiel, du willst so einen Ball am Strand fotografieren. Und dann guckst du es dir hier, nachdem du aus dem Urlaub zurück bist, zu Hause auf dem Computer an und du siehst du ja, irgendwie ist der Sand hinter dem Ball scharf, nicht der Ball. Wo ich mir dann auch so gedacht habe, so, ja, weiß ich nicht. Und es gibt halt viel, weißt du, meine Freundin zum Beispiel, die hat ja von Lumix eine.
Und ich finde, bei Sony das Menü ist halt scheiße. Also, ich weiß nicht, wer sich das überlegt hat, aber das ist das größte Drecksmenü, was ich jemals bei einem elektronischen Gerät irgendwie hatte. Das ist null intuitiv und du raffst teilweise gar nicht, was die meinen, weil die Abkürzungen so scheiße sind. Und du hast halt auch keinen Touchscreen. Weißt du, bei meiner Freundin ist das halt so, da sitzt der Autofokus vielleicht auch nicht immer. Aber wenn du das siehst, dann drückst du halt auf dem Touchscreen da drauf, wo du fokussieren willst, und dann läuft das. Und das kann die Sony halt zum Beispiel nicht. Ja. Und was die Sony, das war ja der ausschlaggebende Grund, warum ich keine Sony gekauft habe, die haben kein Schwenkdisplay, das hat mich angekotzt. Vor allem, wenn du jetzt quasi jetzt dann so Zeug machst, ich möchte mich selbst filmen, ne? Ich setze mich auf die Couch und filme mich selbst, schwenke ich einfach das Display rum und dann sehe ich quasi, was ich aufnehme, wo ich mich positioniert habe und was das Kamera eigentlich aufnimmt. Das hast du halt bei der Sony nicht, da kannst du ein bisschen nach oben schwenken, das war's. Wenn du nicht gerade diese Vlog-Kamera jetzt hast, die Z, was weiß ich, Ja, oder halt die die kann neue, das ja, aber. wenn du die Alpha 7 Mark IV hast, dann geht das auch. Die kostet halt aber auch 2600 Euro, ne? Ja, nur der Body, da hast du noch kein, hast du Ja, noch kein Objektiv genau. drauf. Und ja, weiß ich nicht, was dann noch dazu kommt. Bei den APS-C-Kameras ist es ja dann auch so, das ist jetzt ein bisschen ja, eigentlich lächerlich, das zu kritisieren, aber es fühlt sich nicht so kameramäßig an. Also das Ding ist halt so ein kleiner Kasten mit dem Sucher so links außen. Das fühlt sich nicht so an wie. Ich war jetzt im Mediamarkt und hatte mal die Canon EOS R10 in der Hand und das ist halt eher so ein Kameragefühl, wie man sich das halt vorstellt, ne? Ja, muss man ehrlich drauf passen. Also ich habe ja auch die Lumix gekauft. Ich habe die G81. Dann habe ich auch gedacht, oh, geil, da hast du zumindest einen Body, wo du auch was in der Hand hast, ne, der ein bisschen griffiger ist. Wenn du aber in Urlaub unterwegs bist, denkst du so, boah, warum habe ich dieses fette Teil jetzt hier? Jetzt hätte ich ganz gerne eine kleine, weißt du? Dann hättest du lieber dann doch so eine Sony, die halt ein bisschen schmaler ist, die du eher mal in die Tasche packen kannst. Weil das Teil, was ich habe, das musst du halt umhängen. Das ist ein bisschen fetter. Aber es ist halt griffig. Also der Handgriff, der passt schon. Also damit hast du die auch in der Hand und dann musst du auch nicht Angst haben, dass dir das Ding gleich aus den Fingern rutscht. Ja, aber was für eine Kamera hat deine Freundin? Die hat ja eine Lumix. Ja, hier diese kleine, ne, die so, die Ah, halt okay. aussieht wie so eine Sony. Welche ist das? Ja, ja. G80X oder sowas? Ja, genau. Okay, ja. Meine Version in Kompaktklasse quasi. Ja, genau. Was mich bei der ein bisschen stört, ich meine, sie hat jetzt nicht groß mit den Einstellungen rumgespielt, aber was ich bei der ätzend fand, wo ich die in der Hand hatte, du siehst deine Einstellungen nicht auf dem Display. Also da ist das so, die stellt dann halt irgendwie ISO und Blende und so was ein und das Display verändert sich nicht, dann machst du das Foto und siehst völlig überbelichtet. Boah, also das habe ich bei mir eigentlich direkt. Also Weiß ich du nicht, ob man hast das irgendwie direkt, einstellen kann. ja, bestimmt Ja, dann. kann man auch gleich irgendwie einstellen. Ich glaube, Sony hier, Panasonic hat da sehr, sehr viele Einstellungsmöglichkeiten. Du kannst da direkt auch diesen Live-View anzeigen. Ich glaube, das kannst du wirklich ein- oder ausschalten, ob du dann direkt auf dem Display siehst, wie deine Einstellung ist. Das schalte ich manchmal aus, wenn ich halt Langzeitbelichtung oder sowas habe, weil er braucht dann halt dann 30 Sekunden, bis sich das Bild wieder dann verändert hat. Aber ich glaube, das kann man einstellen. Und gerade die Lumix, da hast du ja irgendwie fünf, sechs Funktionstasten irgendwo dran, die du dann frei belegen kannst. Du kannst auch die Rädchen frei belegen. Da machst du jetzt die ISO drauf, da machst du jetzt die Blende drauf, da machst du was weiß ich drauf. Also die ist da schon sehr, sehr benutzerfreundlich. Ich bin eigentlich mit der auch ziemlich zufrieden. Das Einzige, was manchmal ein bisschen nervt, na gut, das ist halt der Technik geschuldet, ist halt eine MFT-Kamera. Ne? Also im Dunkelbereich brauchst du da. Es ist schwieriger. Ich würde jetzt nicht sagen, dass du nicht in Lowlight fotografieren kannst, aber in Lowlight ist die halt um einige schwächer als jetzt vielleicht eine Sony, die jetzt eine Vollformat ist. Die können das viel, viel besser darstellen, das Bild. Aber jetzt für, wenn draußen hell ist, ja, wo ich auf Malta war oder sowas, ey, geile Bilder. Mega geile Bilder. Direkt aus der Kamera raus, dann hast du noch ein bisschen nachbearbeitet. Du kennst es ja mittlerweile auch ein bisschen, dass man, ne, mit Sättigung und Schärfe ein bisschen nachschärfen und dann noch ein bisschen Farbkorrektur und dann sieht das Bild auf einmal komplett anders aus. Eigentlich denkst du so, boah, ey, du guckst das Bild an und so, ey, das sieht doch schon gut aus, da brauche ich gar nichts zu machen. Und dann machst du nochmal so zwei, drei Stellrädchen dran und denkst du so, okay, doch, das ist nochmal ein anderer Unterschied. Ja, das Das ist ist schon. so. Ja, gegenüber Smartphone-Kamera ist halt mit Smartphones mache ich einen Schnappschuss. Na, wenn ich da Donnerstag so hier mittlerweile mein Pizza-Donnerstag mache, da kram ich jetzt nicht jedes Mal die Kamera und Stativ für raus. Das mache ich einfach mit meinem Pixel 7a
Und da merke ich aber auch teilweise, okay, da lassen wir einfach drauf ein. Weil da kannst du auch nicht so richtig die Blende und die Schärfe einstellen, dass du sagst, okay, ich möchte jetzt aber alles scharf haben, sondern bist einfach zufrieden, okay, jetzt. Dann stell halt auf den Punkt scharf und der Rest wird halt unscharf, ist mir egal. Ist jetzt nicht so wichtig. Aber bei einer, ich sag mal, richtigen Kamera kannst du ja wirklich mit Überblenden und sowas wirklich einstellen, welcher Bereich jetzt scharf sein soll oder nicht und wo du halt drauf fokussierst und sowas. Du kannst halt viel mehr Feinheiten machen. Ist natürlich jetzt für den 0815 normalen Nutzer, der einfach nur einen Schnappschuss haben will, ist das, glaube ich, ziemlich egal. Aber wenn du noch so ein bisschen einen künstlerischen, kreativen Aspekt halt dran hast, wo du sagst, okay, ich möchte jetzt aber, dass ein Vordergrund nur scharf haben und zum Hintergrund soll es unscharf werden, dann bist du mit der Kamera natürlich viel, viel besser dran. Ja, also Smartphone ist halt super so für den Genghis, ne? Der hat das ja ganz gut erklärt den einen Tag, wo er halt einfach gesagt hat, ich will halt von mir und meinen Freunden in der Kneipe ein Foto machen und 2 Jahre später erinnere mich an den Abend zurück, wenn ich mir das Foto angucke. Ja, da brauchst du keine Kamera für, ne? Sondern es geht dann ja wirklich eher um das, wo wir auch Bock drauf haben, dass man quasi wirklich so ein bisschen Kunst erschaffen kann. Ja. Ja, ich meine, wenn du jetzt anfängst, du hast gesagt, die Fahrt in den Flughafen, wenn ihr Planespotter spielt, kannst du mit dem Smartphone kannst du vergessen. Da Ja gut, kriegst du ja das nichts stimmt, da drauf. kommst du nicht so nah dran. Ne, ist aber natürlich auch ein Vorteil von der Kamera, da kannst du halt ein ordentliches Tele draufbauen und dann Ja. kannst du dann auch schön nah dran gehen. Das fand ich halt auf Malta geil. Malta hat echt einen schönen Planespotter-freundlichen Flughafen gehabt, weil die hatten zwar dann hier das Außengelände mit Zaun und sowas abgesteckt natürlich, ne, dass da keiner drüber steigt, aber die hatten wirklich alle paar Meter so ein kleines Fenster gehabt, die offen gelassen, wo du wirklich mit dem Objektiv einmal ganz gut durch kannst. Auch an der Landebahn oder sowas, genau an den Spots, wo du sagst, okay, das ist jetzt interessant, weil da die Flugzeuge quasi anfliegen, konntest du da ohne Zaun irgendwie ganz gut dann fotografieren. Das finde ich echt Da nett. muss ich auch sagen, wir haben ja hier in Köln-Bonn schon mal Fotos gemacht und das war eigentlich auch ganz geil, weil die haben eine Besucherterrasse, ne, von wo man aus die Start- und Landebahn sehen kann, ohne Zaun, wenn du ganz hoch Ja. gehst. Einzige, was doof war zu dem Zeitpunkt, war das Maximale, was ich hatte, 75 mm. Das war dann noch so Ja, ein gut. bisschen, wo ich dann so gesagt habe, ja gut, ein bisschen mehr, ne, wäre besser gewesen. Bisschen mehr war schon geil. Ja, ich habe, weiß gar nicht, ich habe jetzt einen 200er. Ich auch. Gut, Das ist mein Sonderwunsch. bei MFT wird es ja dann ein bisschen mehr, ne? Also MFT hat ja dann, glaube ich, weiß gar nicht, ich habe ja quasi einen 300er. Ich glaube, das ist hier 50% oder so. Ich habe schon wieder fast vergessen, was war. Aber ich glaube, 300 hast du dann. Ja, du hast mal zwei. Also wenn Mal zwei 200, sogar. dann Ja, hast du dann habe ich sogar 400. 400. Ja, Genau, weil und damit kommst du schon echt weit. ich habe hier das Sony 55 bis 210 mm und das ist bei APS-C mal 1,5. Ja, das heißt so ungefähr 300. Ja, damit kommst du schon ganz gut hin. Ja. Das ist Es so. gab so Momente, wo ich mir gedacht habe, so, ja, scheiße, jetzt hätte ich aber ganz gerne noch mal ein bisschen, aber dann wird schon frickelig. Dann werden die Scheißen teuer, wenn du ein gutes Objektiv haben willst, weil die haben ja immer, jetzt wird es ziemlich fachig, diese Lichtleistung, ne? Also welche Blende, die Ja. niedrigste ist, die du machen kannst, wie viel Licht du reinlassen kannst, damit du halt noch ein helles Bild hast. Und wenn du da halt wirklich ein Objektiv haben willst, die auch eine gute Blende hat, die nicht irgendwie bei Blende 10 anfängt, wo du sagst, okay, dann musst du aber schon ordentlich die ISO hochdrehen oder einen sehr sonnigen Tag haben, damit du ein direkt ausgeleuchtetes Bild hast, kosten die ein Schweinegeld, die Dinger. Ja, guck mal, Gerade Canon bei zum Sony, da kosten Beispiel. die 24.000 Euro oder sowas, da kriegst du echt Objektive Open End. Ja gut, bei Sony ist halt der Vorteil, der E-Mount ist ja Open Source. Das heißt, jeder Hersteller, der will, kann dafür Objektive machen. Also wenn du dann zum Beispiel bei Sigma guckst oder bei Tamron, dann ist es nicht ganz so arschenteuer, wie wenn du halt einen G-Master nimmst. Da kann man schon okay was finden, aber zum Beispiel hier bei Canon ist es so, da gibt es ein Objektiv, das habe ich mir angeguckt, das hat 100 bis 400 mm, was schon geil ist und ist auch kompakte Bauform, hat aber halt nur eine Blende 8 bei 400 mm. Wie du schon sagst, bei einem sonnigen Tag ist das geil, aber wenn es ein bisschen bewölkt ist, wird es dann schon schwierig. Ja. Deswegen, mein Objektiv war scheißen teuer, aber es hat eine Blende, weiß ich gar nicht, 2,9 oder sowas. Geil Und für eine Sonne. das ist echt nett. Und das Geile ist, es gibt genau für dieses Objektiv auch von Panasonic, also von den Herstellern, gibt es einen Telekonverter. Den kannst du dazwischen packen und dann verdoppelt sich das Ganze. Der haut dir aber zwei Blenden nach oben, aber wenn du halt eine 2,9er Blende hast, dann bist du immer noch bei 5, kriegst du immer noch was hin. Ja, stimmt.
Dann hast du dann wirklich aus deinen 200 Millimetern 400 Millimeter, das heißt, es wäre insgesamt 800 Millimeter. Da kriegst du schon was drauf. Aber dann wird es irgendwann, also ich habe es ja gemerkt, ich habe ja mit meinen 200 Millimeter auf ein Schiff fotografiert, Wale, kannst du knicken. Weil das macht ja direkt jeder im Bild, das schwenkt ja nur noch rauf und runter. Da was dann anzuzielen, Wobei das ich wird schon immer echt gehört schwer. habe, die Panasonic sollen ja übelst geile Stabilisierung haben. Ich glaube sogar, dass die Panasonic eine bessere hat. Weil die Panasonic hat eine doppelte Stabilisierung drin. Die hat einmal im Body hat ein Bildstabi drin und die hat in den Objektiven. Wenn du halt wirklich dann Lumix, also Panasonic-Linsen nimmst, die haben ja auch nochmal ein Bildstabi drin. Das heißt, du hast eine doppelte Stabilisierung. Das ist schon ganz cool. Das habe ich auch gemerkt auf dem Schiff. Ne? Also da hat es nicht mehr ganz so hardcore, aber trotzdem, wenn du ungeübt bist, da den Wald, der hat sich auch noch bewegt. Das ist ja doch das nächste Ding. Das Tier hat sich bewegt, das Boot hat sich bewegt, du hast dich bewegt, da hat sich alles bewegt. Und dann hast du dann irgendwie nur noch drauf gedrückt und hast gehofft, dass da irgendwas dabei ist. Ja, aber das ist, wie gesagt, ich habe immer jetzt so, ich habe sehr viel über Kameras gelesen und so, weil ich bin ja, wie gesagt, am Überlegen, ob ich da nicht nochmal eine andere Marke quasi nutze. Und Panasonic wird oft gesagt, hier mega geil für Videos tatsächlich. Also da GH6 zum Beispiel ist ja so das Ja. Video-Flaggschiff. Und die sollen Aber das halt ist ein alle, NFT. ja, das Das ist MFT. Video-Flaggschiff. Die GH6 ist so ein guter Mittelmaß. Ne? Das ist eine gute Videokamera, aber eine gute Fotokamera. Wenn du wirklich auf Video gehen willst, dann gehst du auf die S-Reihe. Das ist die Vollformat-Reihe. Ja gut, das ist Das ist jetzt dann. die S3. Das ist dann wirklich die Video-Vollformat-Reihe von Panasonic, die dann irgendwie 4K, was weiß ich, die kann 8K sogar, glaube ich, aufnehmen, mit 422, also mit richtigem Bild, was weiß ich, also richtig Tiefe und HDR und bla bla bla. Also die hat jeden Krempel dran. Da arbeiten die Profis mit, sage ich mal. Aber die kostet dann auch dementsprechend. Ja, also, aber Panasonic wird halt immer gesagt, geile Stabilisierung. Bei Sony ist es ja so, no, die neuen Vollformatkameras, da ist ja immer der Body stabilisiert, weswegen halt die Objektive keine Stabilisierung haben im Normalfall. Oder sie dann halt schon wieder auf den älteren APS-C-Kameras eigentlich nicht so gut benutzen kannst, weil da ist der Body nicht stabilisiert. Also es ist alles so ein bisschen, das Schlimme ist, alles hat seine Vor- und Nachteile. Das macht die Entscheidung halt so schwierig, ne? Ja, wo natürlich Sony besser ist, ist eigentlich der Autofokus. Ne? Also den ihre Profikamera, sage ich mal, also die Alpha-Reihe, die Alpha 7 oder sowas, die haben natürlich echt einen ziemlich schnellen, einen ziemlich guten Autofokus. Sony und Canon Also sind offenbar die besten. ja, der Panasonic ist nicht verkehrt, der kann das auch, aber manchmal ist er ein bisschen träger vielleicht als jetzt eine Sony. Obwohl die auch Formate drin haben. Also da hast du ja wirklich, du kannst all möglichen Scheißdreck hier einstellen. Da kannst du auch hier Nachverfolgung oder sowas. Dann visierst du quasi ein Objekt an und es wird dann. Oder was er machen kann, gut, ist bei Fotos, dieses Fotostacking. Da macht er einfach fünf Bilder. Und fokussiert jedes Mal woanders auf einen anderen Bereich und dann kannst du dann später auswählen, okay, was will ich denn jetzt scharf haben? Also die haben schon nette Spielereien mit drin, die ich eigentlich nie ausprobiert habe. Ich denke mir jedes Mal nach dem Urlaub, oh, beim nächsten Mal, bis zum nächsten Mal musst du einfach mal deine Kamera nehmen, nimmst den Nachmittag Zeit und dann probierst du einfach mal den ganzen fancy Stuff aus, der noch in der Anleitung steht. Bisher nie gemacht. Der hat auch irgendwie die Möglichkeit hier 4K oder bla 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 Aufnahme und dann nimmt er eigentlich auch schon die Fotos auf. Bevor der Auslöser gedrückt worden ist. Der hat dann quasi dann die Fotos noch mit drin vor den Auslösen und nach den Auslösen, dass er dann auch sagen kannst, okay, ja, aber das davor war ja halt geiler. Also die haben schon echt mega cooles Zeug drauf. Aber da muss man sich halt ein bisschen reinlesen, ein bisschen gucken, was der Spaß macht. Kamera ist schon ein echt geiles Ding. Ich meine, da kann man schon echt viel machen, vor allem wenn man halt jetzt nicht nur einen Schnappschuss machen will, sondern auch sagt, okay, ich möchte jetzt na, mein Bild quasi bestimmen. Ist aber ein sehr, sehr teures Hobby. Was auch sehr, sehr teuer dann irgendwann wird, weil man, wie du schon sagst, okay, jetzt habe ich ein Objektiv, aber geil, eigentlich will ich da ganz gerne noch das Objektiv und in der Version, also in der Situation hätte ich ganz gerne jetzt aber das Objektiv. Und irgendwann stehst du halt da, wie ich beim letzten Mal, bei meinem letzten London-Urlaub, wo du sagst, so, oh, eigentlich brauche ich noch eine zweite Kamera, da muss ich nicht die ganze Zeit Objektive wechseln, sondern dann wechsle ich einfach nur die Kamera. Es wird teuer. Ja, ich bin ja auch so ein Technik-Nerd, weißt du? Ich sitze jetzt da und denke mir so, ah, jetzt hast du APS-C, eigentlich willst du jetzt doch auch Vollformat haben. Und dann denkst du dir, ja gut, jetzt hast du 26 Megapixel, aber mehr wäre eigentlich auch noch geiler.
Und das führt sehr schnell dahin, dass man sagt, ja gut, ja, kannst jetzt noch mal ein paar tausend Euro eigentlich reinstecken, wenn Ja. du willst. Oder Ja. du sitzt da, wie du schon gesagt hast, und denkst so, ja gut, jetzt habe ich hier mein 210 mm Objektiv, aber das hat ja nur Blende 6, irgendwas auf höchster Stufe. Eigentlich würde ich das auch gerne haben mit Blende 4 vielleicht. Ja. Ja, dann geht es nochmal nach. Also, was ein gutes Ding ist, es gibt glücklicherweise sehr viele Fotobörsen, ne, wo dann wirklich auch Objektive gehandelt werden, die natürlich gebraucht, aber gut gebraucht sind. Die meins habe ich auch nicht neu gekauft. Ne, da war ich hier in Frankfurt bei den Calomé, also wirklich bei einem Fotoladen, die dann auch dann quasi die Objektive nachprüfen und das sah aus wie neu. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie oft er das benutzt hat, jedenfalls nicht sehr häufig. Und das Ding sah aus wie neu und ich habe da, glaube ich, 400 Euro gespart. Wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr. Muss jetzt leider Bremse ziehen, weil Ja, eigentlich wir wollten sind wir schon um eins drüber. los, jetzt sind wir Viertel nach eins, das heißt, wir müssten Die jetzt Freundin wird mal zum sauer. Ende kommen. Ja gut, wir haben ja alles gequatscht jetzt hier, jetzt sind wir noch auf Foto gekommen, ist saugeil. Ja, dann haben wir diese Woche wieder ganz viel komischen Krempel erzählt, aber ich glaube, bei den ganzen Fotofachgelaber haben wir sowieso alle verloren. Falls ihr jetzt noch da seid, Daumen hoch, vielen Dank, dass ihr uns alle immer schön zuhört. Nächste Woche gibt es wieder eine neue Folge, ich glaube, weiß ich gar nicht, ist Cenk ist dann wieder dabei? Ich weiß es nicht, aber irgendjemand wird da sein und euch wieder Ja. was erzählen, Vielleicht habe was ich denn mich bis Lustiges dahin auch schon vorgefallen für ist. eine neue Kamera entschieden, dann können wir da direkt wieder drüber quatschen. Perfekt, machen wir. Guckt mal wirklich die Panasonic-Dinger an. Haben natürlich einige Nachteile, aber auch sehr viele Vorteile. Ich finde die eigentlich cool. Ja, aber ich will, glaube ich, nicht MFT. Ja, muss ja nicht. Ja, Kannst ja aber. auch die S3 nehmen, dann hast du. Ah, weiß ich nicht. Wie gesagt, MFT hat Nachteile, wenn du halt Lowlight machen willst, hat aber auch mega Vorteile, weil du hast einen Kropffaktor von 2. Das heißt, du brauchst keine fetten Objektive. Wenn ich so sehe, was ein 200 mm bei Sony ist, da brauchst du eine eigene Tasche für, während ich meins noch locker in den Rucksack tragen kann. Das hat alles seine Vor- und Nachteile. Okay, nächste Woche geht's weiter. Alles Die klar, nächste Fortsetzung Woche geht's folgt. weiter. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche, macht was ganz Tolles und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit dem nächsten Fotogequatsche mit Nils und Dirk. Bis dann, macht euch eine schöne Zeit, haut rein. Ciao, ciao.